Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Wir haben heute so ein anderes Thema. Wir hatten letztes Mal das Thema die Entrückung. Heute, mit Gottes Gnade, möchte ich gerne fortsetzen, also nicht über die Entrückung reden, aber etwas, was also mit der Entrückung zu tun hat, also beide verbunden sind. Bevor ich weitergehe, möchte ich mal kurz beten. Herr Yehoshua Mashiach, danke für diese Zeit, danke für diese Gelegenheit, Herr, dass ich das Wort heute weitergeben darf. Und danke auch, dass wir zu dir kommen dürfen, Yehoshua Mashiach. Du bist unser Herr und unser Elohim. Danke für alles, was du tust. Im Namen Yehoshua Mashiach. Amen. Also heute möchte ich also über die Gemeinschaft mit dem Herrn reden. Unser Vers also heute ist, das können wir in 1. Johannes Kapitel 1. Ich lese mal diesen Anfang von 1. Johannes Kapitel 1 ab Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater und uns geoffenbart worden ist. Halleluja. Und Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Also die Bibel beschreibt hier, oder Johannes also schreibt hier in diesem Brief, er spricht also von einer Gemeinschaft. Gemeinschaft also mit dem Herrn und Gemeinschaft also mit diese brüderliche Gemeinschaft. Weil er spricht also von Gemeinschaft also mit dem Herrn, also mit dem Vater und mit seinem Sohn. Aber davor sagt er, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Halleluja. Also in dieser Zeit, also wo wir gerade sind, die ganze Welt, da herrscht gerade dieser Virus, Covid-19, hat also alle, also die ganze Welt ist betroffen. Es gibt also Ausgangssperre. Es gibt auch in vielen Ländern gibt es also Ausgangssperre. Viele sind gestorben und die Krise hat auch die ganze Welt also erschüttert und das läuft also immer noch. Wir sind also noch nicht ganz draußen. Aber wir waren alle eingesperrt. Plötzlich haben wir uns also eingesperrt gefunden. Viele könnten nicht mehr so Gemeinschaft, also sich also mit Brüdern in der Gemeinde treffen. Viele Kirchen hatten zugemacht und. Und was stellen wir fest? Plötzlich gibt es also viele, die keine Kraft mehr haben zu beten, die Kraft also das Wort Gottes, in Wort Gottes zu bleiben und mit dem Herrn zu wandeln. Also diese Ausgangssperre, was ich also daraus noch gelernt habe, oder diese ganze Situation also mit dem Covid-19, dieser Virus, die ganze Welt getroffen hat. Ich habe daraus gelernt, dass der Herr uns in diese Gemeinschaft also mit ihm bringen wollte und will, immer noch. Weil, was bedeutet überhaupt also Gemeinschaft? Gemeinschaft also in der Bibel, dieser Begriff Gemeinschaft aus auf Griechisch, das ist Koinonia, das bedeutet einfach, was
was wir zusammen haben, was uns verbindet, was uns also in eine Verbindung bringt. Das ist also Koinonia. Auch Kommunion, auf Englisch Fellowship und. Dieser Begriff sagt einfach, was wir zusammen, was uns verbindet. Also wenn Johannes also hier sagt, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn und Gemeinschaft also mit dem Brüder haben, das heißt, es gibt etwas, das uns alle verbindet. Und ganz klar, diese Verbindung ist Yeshua Mashiach, unser Herr Jesus Christus. Also, und er sagt nochmal, damit wir in dieser Gemeinschaft mit dem Vater, also mit dem Herrn Yeshua Mashiach bleiben. Aber was verbindet uns also mit Yeshua Mashiach? Was verbindet uns also mit Geschwistern? Es gibt viele Gemeinden. Es gibt sogenannte Gemeinschaften. Nehmen wir zum Beispiel eine Fußballmannschaft. Die spielen zusammen. Die haben eine Gemeinschaft zusammen. Die haben eine Gemeinschaft. Also was verbindet sie? Es ist Fußball. Fußball verbindet sie, damit sie Gemeinschaft haben. Aber heutzutage sehen wir einfach, dass es keine Gemeinschaft mit dem Herrn gibt. Was verbindet dich? Was verbindet mich überhaupt also mit Yeshua Mashiach? Was haben wir zwischen uns, also unter uns als Gemeinde? Was verbindet uns? Was ist die Verbindung zwischen uns? Und Johannes also sagt hier, damit er spricht hier, dass wir also in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn bleiben. Aber danach gibt er ein paar Tests. Es gibt ein paar Verse, die sind also sowas wie Tests für die testen uns. Die sind Beweise, dass wir wirklich also in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, ja oder nein. Ich lese weiter in Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir, da kommt also der Test, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wow! Das ist der erste Test. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben und wandeln im Finsternis, weil er Licht ist, dann sind wir Lügner. Aber was heißt also, wenn der Herr sagt, also, dass er Licht ist? Er sagt das ganz klar hier, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und hier der Test, also in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Die Wahrheit. Also diese Sendung heißt die Stunde der Wahrheit. Die Bibel sagt also, wenn ihr die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Also Gemeinschaft mit dem Herrn Yeshua Mashiach heißt, dass man nicht in Finsternis wandeln, sondern im Licht wandeln. Aber was bedeutet das, wandeln in Finsternis? In Finsternis, also die Bibel, ich gehe schnell, also in Epheser Kapitel 5, Epheser Kapitel 5, da steht in Vers 8, da steht: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Halleluja! Das bedeutet, also früher sind wir in Finsternis gewandelt. Was heißt also früher in Finsternis gewandelt? In der Sünde, in der Lüge. Wir waren nicht in der Wahrheit.
Wir haben getan, also genau alles, was die Welt uns, was die Welt getan hatte. In der Sünde leben heißt einfach, dass man in Finsternis lebt, wandelt. Au, wow. Also das bedeutet, wenn du sagst, also, dass du Gemeinschaft mit dem Herrn hast und lebt in der Sünde, das heißt, du tust nicht die Wahrheit, du tust nicht sein Wort, dann bist du ein Lügner. Und die Bibel sagt ganz klar, dass die Lügner, die werden nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wow. Aber was erleben wir heute? Was ist die Wahrheit hier? Die Wahrheit ist einfach das Wort des Herrn. Wenn er sagt also, dass wir Licht, Kinder des Lichts geworden sind, das heißt, dass der Herr, Yeshua Mashiach, das Licht ist. In Johannes Kapitel 1 sagt, steht ganz klar, dass unser Herr Licht ist. Aber wenn dieses Licht kommt, erleuchtet einfach alles. Die Lüge, die Sünde, alles was versteckt ist, wird einfach aufgedeckt. Und wenn das Licht kommt, wenn alles aufgedeckt ist, dann geht man direkt, man tut Buße und man will nicht mehr so in diese Sünde und in diese Finsternis also leben. Und dann, wenn man Yeshua Mashiach als Herr annimmt, dann nimmt er uns also aus Finsternis, weil wir Finsternis waren, und dann werden wir Kinder des Lichtes, damit wir in Licht mit ihm weiter wandern können. Halleluja. Also das bedeutet also, mein Bruder, meine Schwester oder die Leute, also diese Video anschauen. Wenn du in der Lüge lebst, Unzucht und nicht in der Wahrheit bist, dann wanderst du in Finsternis, in Dunkelheit. Du brauchst dieses Licht. Wir brauchen das also alle. Also ich lese weiter, er sagt, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wow! Halleluja! Lieber Geschwister, er sagt ganz klar hier, wir sollen im Licht wie er wandeln. Im Licht wandeln heißt, die Lüge weg, die Wahrheit, das Wort des Herrn annehmen und weiter mit ihm gehen. Nicht die Tradition von Menschen. Nicht was also die Kirche, was die irgendwelche Religion sagt, aber das Wort Yeshua Mashiach, unser Herr. Und so kann man im Licht wandeln. Halleluja. Und dann Gemeinschaft mit ihm haben. Das bedeutet also, wenn du in der Sünde lebst, wenn du nicht in der Wahrheit lebst, wenn du was anderes tut als das Wort Gottes, bist du nicht in der Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, du kannst stundenlang beten. Du kannst das Wort Gottes lesen, Bibel, aber solange du in der Sünde lebst, in Unzucht zum Beispiel, du schaust also Pornofilme, komische Sachen im Internet, du lebst in Unzucht, guck die Frauen mit Begierde und. Die Bibel sagt, das ist die Sünde. Und wenn du weiter so lebst, bist du nicht in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und deswegen hat der Herr alles ausgeschaltet. Diese Ausgangssperre, damit wir mal vergessen, wir vergessen Gemeinde, die Menschen, alles was um uns, damit wir in diese Gemeinschaft, damit wir alles also mit ihm klären.
Jemand sagte letztes Mal, hey, wisst ihr was, ich habe das so gelesen, es stand drauf, diese Ausgangssperre, diese Covid-19, dieser Virus hat uns etwas gelehrt, damit wir das Wichtigste erkennen. Wisst ihr was, das Wichtigste ist die Gemeinschaft, ist diese Gemeinschaft mit dem Herrn Yeshua Mashiach. Wow, Halleluja. Und wenn wir nicht in diese Gemeinschaft kommen, werden wir nicht entrückt. Weil die Menschen, die Leute, die entrückt werden, die mit ihm gehen werden, die in der Ewigkeit, also mit Yeshua Mashiach, leben werden, sind Leute, die schon Gemeinschaft mit ihm also auf dieser Erde praktiziert haben. Gemeinschaft mit ihm also erlebt haben. Zum Beispiel, also hier steht, und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wisst ihr was, also was das ist? Das heißt, das Blut Jesus ist einmal geflossen. Das heißt nicht, also, dass wir irgendwo gehen, jedes Mal, wenn wir sündigen, dann kommt also das Blut, wir warten, kommt Blut auf uns, wir werden gereinigt. Nein, nein, nein. Hier das Blut, das ist einfach sein Leben. Das ist das Leben Yeshua Mashiach. Und dieses Leben bekommen wir in dieser Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir Buße tun, wenn der Geist Gottes also in uns kommt, wenn der Geist Gottes, also das, sein Wort, wir nehmen sein Wort und wir tun sein Wort, das ist das Leben Yeshua Mashiach. Deswegen sagte er, wir sollen wie Kinder des Lichtes wandeln, leben wie er. Halleluja, weil er Licht ist. Nicht in der Lüge, Licht nicht in Finsternis, aber in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist das Wort Yeshua Mashiach. Das Wort Gottes. Halleluja. Ich kann da noch ein Beispiel geben, also wo Yeshua Mashiach, er selber das also gesagt hatte, das ist in Johannes Kapitel 12, wo er also von Wandeln im Licht also sprach. Halleluja. Also Johannes Kapitel 12, ab Vers 35. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit, oder lese ich einfach ab 34. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Also Vers 35 antwortete Jesus. Yeshua sagte, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Wow, Halleluja. Wenn wir an Yeshua Mashiach glauben, dann sind wir Söhne des Lichts und wir bleiben im Licht. Und wer das Licht hat, weiß genau, wohin er geht. Er hat diese Vision vom Himmel. Er lebt nicht also wie jemand, der sich unbedingt also hier eingraben will. Nein, er weiß ganz genau, ich werde, oh, wow. Wir hatten das also in der letzten Mal gelesen, also in Johannes Kapitel 14, wo Yeshua sagte, ich gehe, ich bereite euch also einen Platz. Und wenn ich fertig bin, wenn ich also die ganze Wohnungen, Plätze, alles vorbereitet habe, ich komme wieder und werde ich euch abholen. Und dann werdet ihr also mit mir dort bleiben. Halleluja. Alle, die entrückt werden, sind Leute, die eine Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Die Menschen, die wandeln im Licht. Kinder des Lichtes. Halleluja. Aber heute in der Gemeinde haben wir Leute, die nicht mal Kinder des Lichtes sind. Die sind Kinder des Finsternis. Kinder des Teufels.
Weil die Bibel sagt uns, also in 1. Johannes Kapitel 3, Kapitel 3, Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wow, Halleluja! Es gibt Kinder des Teufels, weil die praktizieren hier das Tun. Ist nicht einmal gesündigt, nein. Das ist also die, es heißt, Leute, die in der Sünde kontinuierlich bleiben, die sind Lügner. Die zeigen also ein falsches Gesicht. Die sind also Kinder des Teufels. Die verstecken genau, wer sie sind. Die verstecken, die leben in der Sünde. Die machen Sünde in Verstecken, aber der Herr sieht sie. Der Herr weiß genau, wer sie sind. Wenn sie nicht Buße tun, dann werden sie nicht Kinder des Lichtes sein. Halleluja. Da kommen sie in der Gemeinde. So viele Leute in einer Gemeinde singen Halleluja, singen Halleluja. Aber die Sünde, es stinkt nach der Sünde. Heuchler, Lügner, die tun nur so, die spielen eine Rolle vor den Leuten. Wenn die Geschwister da sind, spielen sie eine Rolle. Aber jetzt, mit dieser Ausgangssperre, haben sie keine Möglichkeit mehr, ihr Theater zu spielen. Jetzt bist du allein. Jetzt sind wir also alle allein zu Hause. Was willst du dann tun? Die warten nur jeden Sonntag und versuchen irgendwie zu zeigen, dass sie weissagen können. Oh, der Herr hat das gesagt. Der Herr hat das gesagt. Aber zu Hause leben sie in der Sünde, in der Lüge. Die Kinder wissen genau, dass sie falsch sind. Aber in die Gemeinde versuchen sie alles. Irgendwie wahr, so schön, schicke Kleidungen. Sonntagskleidungen sogar. Aber jetzt ist aus. Der Herr will dich haben. Er will dein Herz. Er will, dass du zurück zu ihm kommst. Zurück zu seinem Wort. Dass du ihm dein Leben gibst. Halleluja. Der Herr kommt und holt seine Gemeinde. Seine Gemeinde sind Menschen, die im Licht mit ihm wandeln. Sind die Menschen, die Kinder des Lichtes. Also wenn du heute das hörst und du lebst in der Lüge, Heuchelei, versteckte Sünde, wenn du immer noch drin bist, tut Buße, komm zurück zum Herrn, gib dem Herrn Jeschua Mashiach dein ganzes Herz und er wird dich retten. Deswegen hat er gesagt, mach diese Videos, bring das, damit die ganze Welt, damit die Menschen in Deutschland die Wahrheit erfahren. Zu viele Lüge. Wer hat gesagt, weil du die Gemeinde putzt, weil du Kuchen für die Leute backt, weil du Kaffee und sowas also vorbereitet, weil du predigt, weil du was in die Theologie studiert hast und, dass du ein Kind des Lichtes bist. Wer hat das gesagt? Kinder des Lichtes sind die Menschen, die vom ganzen Herzen Jeschua Mashiach angenommen haben und weiter im Licht mit ihm wandeln, weiter mit ihm gehen. Halleluja. Aber wenn du weiter so machst, in der Lüge lebst, im Versteckten, tust du Sachen, sprichst du schlecht über die Leute, immer. Du hast also in deinem Herzen so, du kannst die Leute überhaupt nicht vergeben. Du hast Mangel an Vergebung also in deinem Herz. Wenn du nicht Buße tust, dann kannst du keine Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Keine Gemeinschaft. Wow, Halleluja. Halleluja, der Herr will einfach, dass wir zurück zu ihm kommen. Und er sagt, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wow.
die Wahrheit. Es gibt so viele Falschheit heutzutage. Viele Falschheit. Ich tue das, damit die Leute sehen, dass ich das kann. Ich mache das und. Ich bekleide mich so, damit die Leute mich anschauen und. So viel, so viele Werbung. Jeder will sich da so zeigen. Zeig dir mal den Herrn. Lass den Herrn dich komplett. Zeig alles. Das nennt man Buße tun. Sag alles her. Ich bin ein Sünder. Bitte reinige mich. Ich kann mich nicht also von dem so viele Sachen trennen. Aber ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will dir mein Herz, mein ganzes Herz geben. Der Herr kommt und holt seine Gemeinde. Letztes Mal hatten wir über die Entrückung gesprochen. Er holt seine Gemeinde. Gemeinde, die Leute, die was mit ihm etwas haben. Die, was verbindet diese Menschen mit dem Herrn? Es ist sein Wort, die Wahrheit, sein Geist, sein Leben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wenn jemand sein Leben nimmt, dann passiert etwas. Man ist verändert. Man lebt nicht mehr wie die Welt. Halleluja. Und immer noch in 1. Johannes, wie 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 steht, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Aber die Welt hat unser Herz, also so die Herzen von vielen von uns genommen. Voll mit Hochmut, voll mit Begierde und Zucht und. Aber der Herr sagt, ich allein kann die halten. Gib mir dein Leben. Geben wir einfach unser Leben Joshua Mashiach. Das wollte ich also mit euch also heute teilen. Der Herr segne euch im Namen Joshua Mashiach. Amen. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Mashiach. Zurück zu unser Herr. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird uns alle frei machen. Ich segne euch im Namen Joshua Mashiach. Amen.